Seekrauts. Moin Moin und willkommen zurück auf dem Seekrauts-Kanal, dem Portal rund um World of Warships. Und heute machen wir eine kleine Sonderfolge zu den Jubiläumscontainern in World of Warships zum dritten Geburtstag. Es ist sicherlich schon ein paar Tage her, dass es die gab im Spiel. Und ja, wir machen einfach mal 15 Stück auf. Ich bin gespannt, was drin ist. Lasst uns gleich anfangen und keine Zeit verlieren hier. So. Zack! Dann haben wir den ersten Geschenk ausgepackt. Was haben wir hier? Roter Drache, 45 Token. Und dann haben wir wieder mal einen Gegenstand für die Sammlung. Geht gleich weiter. Oh, da gibt es hier Güller, das neue Signal. Und dann haben wir hier Jubiläumsmarken und das nächste für die Sammlung. Sehr cool. Und dieses Sondersignal kann man ja gar nicht genug haben. Immer sehr, sehr hilfreich. Na, aber nochmal Sküller und noch keine Doppelung hier drin. Sehr, sehr cool. Bis jetzt. Ist jetzt ja alles nur einfach. Ich werde die Sammlung eh nicht voll bekommen, glaube ich. Denn jetzt sind jetzt keine doppelten Gegenstände drin. Dann, da ist aber schon das erste Duplikat, wenn man davon spricht. Ouroboros ist auch dabei. 777%. Freut herzlich drüber. What's the next? Und das nächste ist unterscheidet und wählt. Und dann haben wir hier roter Drache. Die 45 Marken ist ja immer der Standard. Ich habe es gleich doppelt genutzt. Ich habe einen Gutschein bekommen, weil ich 2 Jahre World of Warships zocke. Habe ich 10% bekommen. Die 10% habe ich auf die 15 Container angewandt sozusagen. Also doppeltes Jubiläum ausgenutzt. Das ist ziemlich passend. So, gehen wir hier mal weiter durch. Ich weiß auch schon, ein paar Token werde ich sicherlich für Dasha benutzen. Die eine oder andere Dasha werde ich mir sicherlich holen. Mal gucken, was dann noch, im Store ist. Dann haben wir hier die Hydra. Und wieder ein Duplikat, schade. Und dann haben wir nochmal Ouroboros. Das ist hier das Ding für die Halloween-Sammlung. Oh, hier haben wir sogar mal 10 Sküller dabei. Aber dafür ein Duplikat bei der Sammlung. Und wieder 5 und nochmal ein Duplikat. Na, jetzt kommen die Duplikate häufiger. Schade. Wäre cool gewesen, wenn man hätte nur noch 2 Gegenstände gebraucht oder so für die Gesamtsammlung. Und jetzt haben wir roter Drache wieder dabei. 3 haben wir noch. Und hier gibt es Team zusammengestellt. Wahrscheinlich für den Matchmaker. Änderung am Matchmaker. Ouroboros. Diesen Flaggen kann man nicht genug haben. Und dann haben wir Leftian. Levitan, so rum. Friendly Fire, da hatten sie ja auch Änderungen drin. Und der letzte. Nochmal Drache dabei, 5 Stück. Aber wieder ein Duplikat. Und wieder 45 Jubiläumsmarken. Das war's mit den 15 Containern. Und am Ende haben wir jetzt im Arsenal wie viel Token? 683 haben wir jetzt verfügbar. Da können wir uns auf jeden Fall die ein oder... Also 4 Dashas könnten wir uns zum Beispiel aussuchen. Das wäre schon ganz cool. Aber ich denke eigentlich, dass ich die permanente Tarnung Arktis mir hier raussuche. Dann als Deutscher sicherlich die Dasha für Deutschland. Und dann werde ich mal gucken, was wir denn auch machen. Ob ich die ganzen Aufnäher brauche ich nicht. Das ist ja dann auch schon 180, 240 Punkte. Naja, mal gucken. Ist ja noch ein paar Tage hin, bis die ganzen Token hier eingelöst werden müssen. So, ich hoffe, war ein bisschen mal was anderes auf unserem Kanal, als ihr üblicherweise von uns kennt.
Wenn es euch Spaß gemacht hat oder das euch gefällt, dann einfach einen Daumen oben da lassen. Gerne auch einen Kommentar. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr euch noch erinnern könnt, wie bei euch die Container so ausgefallen sind. Würde mich freuen. Und dann sage ich einfach danke und tschüss. Bis zum nächsten Video hier bei uns auf dem Kanal. Haut rein. Macht's gut. Sea Krauts.